Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, wir machen jetzt hier weiter. Dann finde ich mal heraus, was hier eigentlich schief läuft. Warum die Kuh mich in eine Falle lockt. Logisch ist das eine Falle. Hallo? Mann. Das ist eine Falle hoch 3. Ja, irgendwo rumfliegen, genau. Hier sind sie. So. Weg damit. Und tschüss. Jetzt noch den einen hier. Dann haben wir hier auch alles gereinigt. Ja, aber wenn man sich überlegt, mit dem Pferd, ich konnte mir das nicht vorstellen. Nein, absolut nicht. Und ich mache mit euch jetzt nicht eine Wette, aber ich sage, der Hund, das ist Kerberos, der wird dann richtig verwandelt und ja, auf jeden Fall. So. Ja, dann komm doch. So sieht das aus, Keule Schnurschwein. Ah ja, jetzt kommt Koloss. Ja, wo sind die? Ja, die gehen ratzfatz. Ja, die gehen ratzfatz. Sterben, würde ich sagen. So, Ende Gelände. Moment, hier ist doch vorhin einer geplatzt. Scheiße, ich direkt ab. Ach doch, da. Ja, die Dinger sind immer, guck mal, 3.500. Halleluja. Geht ja wohl mal nur richtig gar nicht. Oh. Okay. Ich sag ja, irgendwas läuft hier nicht richtig. Ja, alles halb so wild. Wo ist denn der hingeflogen, ey? Der muss ja hier irgendwo sein. Dann ist der bestimmt hier runtergeflogen. Naja, auch nicht. Okay, na, dann habe ich ihn halt verfehlt. Okay. Haben wir hier was?
Falsch waren wir hier schon. Infiltriere die Assadin-Garden, um zu finden. Ja, hab ich ja jetzt. Ich hab den ja schon infiltriert. Noch mehr geht ja kaum noch. Tschüss. Ja, hat sich erledigt. Infiltriere. Minus 3. Ah, hier liegt einer. Schon jeden weggeholt. Ja. Was muss ich denn noch machen? Wir aufheben tun wir den nicht. Okay, hier ist nichts. Infiltriere den Asphodillengarten, um Orphanaios zu finden. Ja, hab ich ja jetzt. Also, mehr kann ich ja kaum noch machen. Kann ihn ja nicht infiltrieren. Okay. Dann muss ich jetzt hier weiter rumlaufen. Macht jetzt nicht so einen riesigen Spaß, aber... Machen wir mal die Querle hier beiseite. Ehrlich. Was soll ich denn noch machen? So, zack, zack. Nein, aufheben nicht. Oder geht das hier weiter? Tolle Wurst, ehrlich, tja. Erkundungsgebiet, ja, was soll ich denn noch alles erkunden hier? Ich habe hier keine Gegner mehr, ich habe hier gar nichts mehr. Jetzt kann ich noch eins machen, aber ich glaube nicht, dass ich hier rein kann. Nee. Wie weit geht der Garten? Das ist... Ist das hier komplett alles denn? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ist das hier komplett der Garten, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Infiltriere, ja, ich habe mehr als infiltriert. Ich habe ihn ganz auseinandergenommen. Ja. Fängt die Sucherei an, wegen an so einem Hotel-Pferd. Naja, ich werde es erkennen. Ja, klar. Logisch werde ich es erkennen. Zeigt er mir das da oben an. Tolle Wurst. Infiltriere den Asphodillengarten um Orphanaios. Orphanaios, ja.
wieder weg. Echt, Tofte. Ja. Was muss ich noch alles machen? Warte mal. Eine Möglichkeit habe ich ja noch. Ist nix, hier ist nix. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Könnt ihr mir helfen? Die können mir auch nicht helfen. Ja. Wisst ihr was? Ich hole euch dazu, wenn ich es gefunden habe. Ja, ist das Beste. Ja, Freunde, also, ich habe eine erfreuliche Nachricht. Ich bin jetzt hier rumgerannt. Wirklich hier rumgerannt. Und ja, in dem Spiel sollte man auch mal wirkungsweise nach oben gucken. Ja, finde ich schon. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob das Fett da ist, aber ich habe hier was gefunden. Ja. So. Moment. Noch bin ich ja hier nicht fertig. Das sind richtig viele Drachmen, ey. Wow. Da einfach hier so rumliegen. Halleluja, ey. So, bin ich mal gespannt jetzt. Alter, was ist das für ein Gaul? Hi, Pferdchen. Wow. Kommt keinen Schritt näher. Ihr macht meinem Pferd Angst. Es hat so ein sanftes Gemüt. Hast du das Pferd mal angesehen? Die anderen liefen schreiend davon. Überlass es einem blinden Mann zu sehen, was vor ihm steht. Natürlich habe ich es nicht gesehen. Tut mir leid. Es sind schwere Zeiten. Ich fürchte, ich kann sie dir nicht leichter machen. Ich muss das Pferd mitnehmen. Das darfst du nicht. Erst nimmt mir Persephone das Augenlicht, dann nimmst du mir Orphi? Wir haben uns sofort angefreundet. Ich hörte ein wildes Pferd. Ich näherte mich ihm furchtlos. Und es leckte mir die Hand. Sagtest du, Persephone hat dich geblendet? Einer ihrer göttlichen Krieger brannte mir die Augen aus. Es war die Strafe dafür, dass ich den anderen gesagt habe, was ich von diesem Paradies halte. Sie hatte irgendwie davon erfahren. Sie fand, ich verdiene es nicht, die Schönheit zu sehen, die sie erschaffen hat. Es sollte nicht im Elysion sein. Keiner von uns. Dieses Reich verspricht Perfektion und zeigt nur Täuschung. Hab Mitleid. Lass es bei mir bleiben. Nein. Was mache ich jetzt? Persephone ist eine falsche Kuh. Ah gut, das Pferd ist hier. Weißt du denn nicht, dass dieses Pferd Hades gehört? Es muss zu ihm zurück. Das ist mir egal. Ich würde selbst Hades Zorn riskieren für Orphi. Glaub mir, das werde ich nicht vergessen. Mhm, okay.
Na, sauber. Na, ist es nicht geil? So. Jetzt mache ich mal eins. Ja, einmal. Na. Hallo? Kann ich nicht speichern? Nee, ich kann nicht speichern. Ach so, aufsitzen. Oh, Junge, lass es Phobos nicht hören, aber du bist ein imposantes Geschöpf. Ja. So, jetzt muss ich gucken. Was ist hier? Pferdestärke. Reiten, absolvieren. Adonis Verbündete ist in Minus zu trauen. Im Elysium verbliebe, dann so wusste Persephone, würde ihr Ehemann ihr auf ewige deswegen in den Ohren liegen. Persephone war überzeugt davon, dass ihr Problem gelöst wären, wenn Cassandra das Tier finden und sie darum kümmern würde. Okay. Und hier findet Adonis Verbündete ist den Minus zutrauen. Wenn es Hades unsterblich für ein Elysium verbliebe, dann so wisst ihr, wurde ihr Ehemann. Bringe Orphanus zu Reiter von Artemision oder zu Adonis Kontaktperson. Ja, wo ist jetzt was? Adonis verbindet da in Minus. Okay. In Minus, wo ist Minus? Halt. Nee. Das ist... Hier ist Minus. Adonis verbindet in Minus zu trauen. Na los, so, komm. Ich habe mich entschieden. Oh. Oh, wie das Pferd fällt um. Ich muss dieses Pferd entweder zu Adonis oder zum Stallburschen bringen. Also, wen wähle ich? Ich gehe zu... Ja, Adonis weiß ich ja auch nicht, was los ist. Verstehst du? Das ist halt, aber ich... Ja, ja. Bestimmt später, Jungs. Au. Ella. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Ach, da. Okay. Ja, schauen wir mal. Genau. Ich will zu Adonis. Ja, nicht zu Persephone. Ich trau dir nicht. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Nö, 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 nö. Ich trau ihr nicht. Ganz einfach. Ob ich Adonis trauen kann, ist auch dahingestellt. Aber... Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ja, 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 ja. So, dann haben wir das doch hier fast erledigt. Moment. Aha. Jetzt kann ich doch speichern, ne? Ja. Ganz genau. Weil ich will jetzt wissen, was... beiden ist. Ja. Was der Vorteil sein könnte. Los geht's. Ey! Och, Leute. Das ist doch jetzt was. Oh, ich krieg es bröseln dabei. Ja, ist doch wahr, ey. Komm. Gehe ich jetzt hier 5 Kilometer dann rum? Oder ich mach mal eben hier... Komm schon.
spannend. Entschuldigung. Ich dachte, Adonis könnte dieses Pferd gut gebrauchen. Sorgst du dafür, dass er es bekommt? Dieses Pferd? Falls es mich nicht zu Tode trampelt, werde ich es für dich zu ihm bringen. So. Genau. Da ist das. Jetzt bin ich mal gespannt. Okidoki. Jetzt mal zu... Achso, jetzt muss ich ja zu ihr. Ne? Ja, richtig. Genau. Und wenn ich da bin, hole ich euch... Ach, was? Nein, ich nehme euch jetzt mal mit. Ja. Dann mache ich jetzt einfach mal, weil es so sein soll. Grünau. Komm, mach hin. Hobby, Hobby. Geiles Pferd, logisch. Ich bin jetzt... Ich kann ja nachher zurückgehen. Ja. Ich muss ja erstmal zu Ende machen, wie es alles hier geht. Ja. Was für mich besser wäre. Ja, fürs Weiterspielen. Ich weiß es noch nicht. Klar würde ich da gerne ein Pferd haben. Deswegen bin ich ja zu Adonis. Ja, der kann doch nichts damit anfangen, oder? Was soll denn der damit anfangen? Aber sie würde mir ja auch geben, ne? Oder? Keine Ahnung. Welche Möglichkeiten habe ich? Vielleicht kriege ich aber auch bei Adonis was Geiles oder bei ihr was Geiles. Und ein Pferd. Möglich sind viele Sachen. Nun komm schon. Ja. So, sind ja fast da. So, wo muss ich hin? Ich sagte, wo muss ich hin? Am besten erstmal hier runter. Ja. So. Bin ich jetzt mal gespannt. Die tobt bestimmt da drin. Logisch. Die tobt wie so ein Berserker lang gleich da drin. Nee, muss ja sein. Ich hab dir gesagt, du sollst das hinbringen. Irgend so was wird kommen. Dann greift sie mich an. Dann muss ich sie töten. Und dann bringst steh du gute ich da. Nachrichten? Ich weiß, dass Hades seine Bestie vermissen wird. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich lasse einen meiner Generäle nach meinem Stalljungen sehen. Ich hoffe, die Kreatur hat ihn nicht zu sehr geängstigt. Ganz und gar nicht. Keine Sorge. Okay. Okay. Ich sollte zum Stalljungen, um meine Spuren zu verwischen. Ja. Ganz schnell. Sogar. Das knackigerweise ziemlich zügig. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ja, logisch bin ich gespannt. Vor allen Dingen, wie ich da hinkomme zu dem Stallion. Im Grunde genommen brauche ich ja nur runter, so wie das da ist. Dort dargelegt wird. Schnell. Ja. Wow. Und nochmal. Na, ja, das wird ja auch. Das geht doch ganz gut, würde ich sagen. Ja. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Ich will schnell zum Stalljungen. Meine Spuren verwischen. Jetzt? Reden. Komm, gib dem Tausender, dann ist gut. Aber hey, oben hat der Junge ja keine Verwendung für Geld. Du musst der Reiter vom Artemision sein. Nette Pferde. Ich halte sie sauber und schön, wie das Elysion. Ich war auch in meinem früheren Leben Stallbursche. Dann bin ich bei dir genau richtig. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Was für einen? Hör mir gut zu. Wenn Persephone oder ihre Befehlshaber hier herumschnüffeln, musst du ihnen sagen, dass ich dir ein großes Pferd gebracht habe. Und warum willst du, dass ich lüge?
Nun, wenn du es nicht tust, werde ich all deine Pferde freilassen und auf schnellstem Wege in den Tartaros scheuchen. Verstanden? Sag ihnen, dass ich hier war. Gut, aber lass meine Pferde in Ruhe. Ja, mach ich. Erledigt. Na prima, haben wir doch erledigt. Aha, bei 142.000. Was? Wie, die Hüterin Schlüsselmacher? Hey, Freunde, mal nicht so eilig hier, ne? Absolut nicht. Genauso sieht's nämlich aus, ne? Ich guck nämlich hier unten auf die Uhr und ja, immer, es ist ja schon wieder weit drüber. Also, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, ob ihr meine Entscheidung richtig fandet oder nicht. Hey, sei dahingestellt. Ich habe mich so entschieden. Also, sehen wir uns in der nächsten Folge, was die Schlüsselmeisterin von mir will. Auf jeden Fall. Bye, bye.